Der Hamburg Summit China Meets Europe findet inzwischen zum 7. Mal in Hamburg statt. Welche Themen stehen aktuell auf der Agenda? Aktuell gibt es ganz große Themen, weil in den Nationen in Asien, hier in China und auch in Europa und hier bei uns in Deutschland, wir in eine gewisse Phase der Unsicherheit gekommen sind. Und es gibt weltweit Zeichen, die stehen Richtung Protektionismus. Und eine Weiterentwicklung der Volkswirtschaften in China und auch Weiterentwicklung unseres Wohlstands hängt entscheidend davon ab, dass der Außenhandel sich weiterentwickelt und dass die Märkte dafür zur Verfügung stehen. Ins Goldene Buch wird sich einmal die Vizepremierministerin Liu Jiandong eintragen, dann wird sich unser Außenminister Frank-Walter Steinmeier da eintragen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch gerade in den bilateralen Beziehungen zwischen China und Deutschland ist Verlässlichkeit ein starker Stützpfeiler. Wenn ich eben gesagt habe, das Jahr 2016 sei geprägt gewesen von zahlreichen Überraschungen, dann gilt dies zumindest nicht für die Beziehungen zwischen unseren beiden Staaten. In den vergangenen 12 Monaten gab es eine wirklich selten so gesehene und erlebte Dichte von hochrangigen Besuchen zwischen Deutschland und China. This time we are in Hamburg, we feel that a big vessel needs to sail on a broad waterway. So does the giant ship of our cooperation. China and Europe are located on the two ends of the Eurasian continent. Europe, important on the route of the Belt and Road Initiative, has a major part to play. Wir sind jetzt in der Phase, dass sehr viele chinesische Unternehmen sich hier an deutschen Unternehmen beteiligen möchten. Und das muss zu gleichen und fairen Wettbewerbsbedingungen möglich sein. Das heißt, wir brauchen gleiche Rahmenbedingungen, sowohl in China für Investitionen in Unternehmen, wie bei uns auch in Europa und in der Bundesrepublik für chinesische Investitionen hier. Und dafür gehen wir davon aus, dass im nächsten Jahr hier ein Investitionsabkommen geschlossen wird zwischen Europa und China, was dann die notwendigen Rahmenbedingungen schafft für diese Investitionen.